stressig. Und das ist stressig, denn wir haben zwei falsche Reporterinnen eingeschleust. Fangen wir mit der ersten an, eine englische Reporterin. Und dazu haben wir einen Kameramann getan, der zum ersten Mal in seinem Leben eine Kamera bedient hat. Und einen Kameramann, der kein Wort Englisch versteht. Und eine Reporterin, die kein Wort Deutsch versteht. Und dazwischen war die arme Heidi. Gucken Sie. Eine Pressekonferenz in Köln. Heidi Klum hat im Auftrag eines Schuhherstellers ein paar Sandalen verschönert. Das Schuhmodell geht jetzt in Serie und das Topmodel steht Rede und Antwort. Heidi, was machst du? Du machst Birkenstock-Schuh. Und unsere Verstehen Sie Spaß-Reporter, die machen ihren Job. Unsere Lockvögel sind ein Kameramann, der nur Deutsch spricht und das Ganze zum ersten Mal macht, und eine Journalistin, die angeblich nur Englisch spricht. Dazwischen Heidi Klum, die vermitteln muss. Und zwar nicht nur sprachlich, denn Reporterin und Kameramann verstehen sich einfach überhaupt nicht. Assistenten hat er auch nicht. Unglaublich, oder? Er spricht nicht mal die Sprache. Hallo, ich bin Elaine Galter. Machen wir das Interview auf Englisch? Das ist doch für Sie kein Problem, oder? Könnten Sie hier rüberkommen? Sie haben ja leider nur wenig Zeit. Ich bin Jan. Wir kennen uns von Cortina dem Pizzo. Ja. War ein Tag vor Heiligabend. Und dein Kumpel, der war auch eben da hinten gewesen. Ja, Florian. Ja. Ja, da habe ich Ton gemacht, ja. Assi. Mhm. Ja, heute mein erster Dreh quasi. Das erste Mal? Jo. Ah, heute schon gut hier. Ups. Okay. Ups. Ja. Hi. You ready for English? Yeah. Können wir jetzt anfangen? Ja. Hi, do lots of English. Muss ich aber nicht wissen, ne? Das ist zum ersten Mal. Die hat mich irgendwie seit heute Morgen am Kicker. Ne? Bitte? Sagt, ja, seit heute Morgen bist du noch ein Kicker hier. We have a slight thing I wanted to ask you. Ich habe eine Bitte. Ich hatte extra um einen Kameramann gebeten, der Englisch spricht. Und die haben mir diesen jungen Fuzzi geschickt. Wenn Sie vielleicht ein bisschen dolmetschen könnten für mich. Okay. If, was sagt die? Soll ich ihm irgendwas sagen? Er sieht so nervös aus. Sagen Sie ihm, er soll sich beruhigen. Und ich möchte, dass er mit einer Nahaufnahme vom Gesicht anfängt und dann runterschwenkt, voll auf die Brust. Was sagst du? Wie sich das anhört, ne? Was sie jetzt gerade gesagt hat. Habt ihr das mitbekommen, was sie gerade gesagt hat? Das kann ich gar nicht so wiederholen zu dem, ist ja Wahnsinn. Naja, du solltest anfangen auf dem Gesicht und dann weit wegziehen. Wie weit wegziehen? Also, dass es dann von hier nach hier ist ungefähr. Entschuldigung, haben Sie das verstanden? Ich will, dass er schwenkt. Vom Gesicht direkt auf die Brüste. Wie auf die Brust oder was? Nein. Du solltest anfangen mit einem Close-up, also dass es erst der Kopf ist und dann, dann bis hierhin. Du fängst von hier ja, an und gehst nach hinten. Oder sonst mach einfach so, wenn es zu kompliziert ist. Daran merkst du, dass die echt einen Knall hat, ey. Sorry. Bitte? Ich sag, daran merkt man, dass die echt einen Knall hat. Mach ich jetzt nicht. Was hat er gesagt? He's fine. Okay. Er ist okay. Es ist ja nur, weil wir haben halt nicht viel Zeit. Fragen Sie ihn mal bitte, wie alt er ist. Warum können wir nicht einfach anfangen? Wir können anfangen. Aber nur eine letzte Bitte noch. Ist die Kamera an? Handy aus und so? Sie wollte wissen, wie alt du bist. Dann hat sie gefragt, ob die Kamera an ist und ob dein Handy aus ist. Ja, interessiert doch einen Toten. Dann können wir jetzt nicht einfach anfangen. Ich meine, warum muss ich das machen? Also ich laufe. Ich laufe. Ich laufe. Ja, ist an. Okay. Okay. Meine erste Frage. Bei Topmodels denkt man an Revlon oder Lagerfeld. Wie sind Sie denn am Birkenstock geraten? Ich habe schon immer Birkenstock getragen. Sie sind deutsch, genau wie ich. Ich werde normalerweise immer nach der Kosmetik gefragt, die ich benutze. You know, people always ask me, what kind of cosmetics do you use? What kind of, you know, food do you eat? Was macht er denn jetzt? Ich sehe die Blume erst später. Okay. War nicht so schlimm. Ach so, ja, ich wollte nicht unterbrechen. Sorry. Okay. Is everything okay? Everything is fine. Ist alles okay? So, basically they've been reading in magazines. Die hatten wohl irgendwo gelesen, was ich gern mache. Und ich fand es wirklich toll, zu basteln und zu entwerfen. I'm excited to do something like that because I love making things. Können wir die letzte nur noch mal machen, bitte? Warum?
Es war ein Ticken unscharf. Can you tell him to not be like a little kid and just to be professional? Sie hat gesagt, du sollst nicht wie ein kleines Kind sein, sondern okay, einfach draufhalten und nichts, also nicht dazwischen. Ja, aber ich war ein bisschen nervös, tut mir leid. Aber läuft jetzt. Kein gar nichts, sondern einfach läuft nur jetzt anstellen und okay, los anfangen. Did he understand that? Hat er das verstanden? Okay. Ja, hoffe ich. Haben Sie denn viel zu dem neuen Schuh beigetragen? Oh ja, sicher. Ich habe ihn entworfen. Bis auf die Sohle natürlich, weil es ein orthopädischer Schuh ist. Können Sie ihm sagen, wir haben nur ein paar Minuten. Und was macht er denn da überhaupt? Komm, scheißegal. Okay. Sie wir laufen noch. Sie wollte wissen, was du machst? Ja, ich wollte noch eine Kante setzen, aber ist egal, wir laufen. Okay. He's running, he said. Er läuft. Der ruiniert mein komplettes Interview. Können Sie ihm bitte sagen, dass er einfach nur drehen soll? Can you tell me when you bought your first pair of... Sie hält mir die ganze Zeit das Ding vor die Optik. Dann sehe ich nichts. Look, this is really unprofessional. Das ist total unprofessionell. Unprofessional here. Sorry, Entschuldigung, Frau Klum. Ich möchte wissen, ob die Birkenstock-Schuhe... Normally, I thought Birkenstock was for women. Sie hält das Ding wieder davor. Er sieht das Papier da. Also, eine letzte Frage. Birkenstock sind doch eigentlich für breite Füße. Boah, nee, das hat die für Füße, ey. Kann ich trotzdem Birkenstock tragen? Ich denke, jeder Fuß ist okay. Meine sind sehr schmal. Ey, was? Ich kann ja nicht die Füße. Können Sie ihm bitte sagen, dass er mein Interview ruiniert hat? Das war die Chance meines Lebens. Können Sie ihm bitte sagen, dass er das total ruiniert hat? Frag sie mal, ob sie heute Morgen schlecht geschissen hat. Okay, stop. That's it. Fuck. Please stop. It's enough. Okay, sorry very much. Thank you very much. Sorry very much, but I cannot believe you've done this to me. Ich glaube, wir sollten jetzt gehen. Ich soll mich nicht mal anpacken. Wenn ich einmal anpacke, klatsche ich hier eine. Okay? Sorry very much. Toll. How could you do that? Wie konntest du nur? Tja, wie konntet ihr Heidi Klum nur so verwirren?